Zack, 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 zack. So. Und. Na, das war doch mal einfach. Da hinten sind zwar noch welche, aber die erledige ich dann später. Wow, 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 Kollege, 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 ey. Ey, bleib mal gechillt, Mann. Ey, bleib mal gechillt, Mann. Es geht ab. Ey, 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 ey. Du Sackgesicht, ey. Ich einfach so hier anzuballern. Ich glaub's ja wohl nicht. Nein, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Ich will mich ganz schnell hinter der Mauer verstecken. Aua, 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 aua. Seid doch unfair. Kommt schon. Müsst schon. Ja. Zack, zack, zack. Reicht schon. Ich bin noch nicht fertig. So. Aber ich sehe, glaube ich, auch ziemlich mitgenommen aus. Ein bisschen, ja. So, so, so. So. Jetzt geht's mir wieder gut. Drohne. Cowboy, Cheetah, eine Gattel, Messer nehme ich nicht mit. Okay. Das war jetzt nicht so schwer. Ich weiß, ich könnte eigentlich eine x-beliebige Waffe einfach nehmen und damit schön rumballern, aber ich will nicht. Das ist mir zu doof. Lieber bei meinen Splash-Waffen bleiben. Obwohl, ich kann ja auch mal ein bisschen. Cowboy Repeater. Der ist besser. Das ist eine Schrotflinte. Jo. Schrotflinte. Wie viele Kugeln habe ich dafür? Nicht allzu viele. Muss bis nach Nippen erstmal reichen. Oh, ich hab's sogar getroffen. Nicht so schlecht. Aber die Viecher erledige ich eigentlich lieber im Nahkampf. Hä? Duck dich. Kann ich die Krähen da hinten nicht abballern? Nö, offensichtlich nicht. Schade. Was ist denn das da hinten? Oh, Geckos. Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Oh oh. Komm her! Sind die anderen? Ah, die kommen da. Komm her! Komm her! Komm her! Oh oh. Ich befürchte, ich brauche mein Messer. Komm her hier! Du Sack! Ja, du bist auch gleich tot. Komm, 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 komm. Also. Oh, jetzt bin ich 14% radioaktiv. So, jetzt geht's wieder. Ist das überhaupt was wert? Nee, nichts wert. Na gut. Meine Munition habe ich auch verballert. Hm. Schöne Scheiße. Aber was soll man machen? Oh. Die meinen wohl den Rauch. Mensch, der ist mir gar nicht aufgefallen. Hey, Caesar's Legion. Ist das da nicht einer von der Pulverbande? Jawohl! Wer hat in der Lotterie gewonnen? Ich! Ich! Das ist ja schön für dich. Wie gut diese Luft riecht! Besser als der beste Schnaps! bist du besoffen? Geht es Ihnen gut? Soll das ein Witz sein? Mir ging's nie besser. Jawohl!
Kommen Sie aus der Stadt da drüben? Welche Lotterie? Die Lotterie natürlich. Was für eine Frage. Die einzige Lotterie, die zählt. Oh mein Gott, die Luft riecht traumhaft. Sind Sie ein Pulverbandit? Pulverbandit? Was? Ich meine, klar, früher mal. Aber jetzt nicht mehr. Die Pulverbande backt kleine Brötchen. Ich bin ein Lotteriegewinner. Zeit, ich gehe. Okay, was ist hier los? Bei welcher Lotterie hat er geredet? Oh. Die sehen ganz schön mitgenommen aus. Kann ich die vielleicht freimachen? Zumindest das Tote mal Kreuz über den zur Tür führen. Okay. Ja, okay. Sieht wahrscheinlich bei allen das gleiche. Mensch, hübsche Köpfe habt ihr hier. Ey, kommst du her! Keine Bange. Ich werde sie nicht ans Kreuz nageln lassen wie diese anderen Degenerierten. Es passt mir gut, dass sie vorbeischauen. Ich möchte, dass sie sehen, was mit den Bürgern Niptons geschieht. Sich an jede Einzelheit erinnern. Und dann, wenn sie weiterziehen, dann sollen sie jedem, dem sie begegnen, von der Lektion berichten, die Caesars Legion hier erteilte. Ganz besonders RNK-Truppen. Was für eine Lektion haben sie denn hier erteilt? Wo fange ich da an? Dass sie schwach sind und wir stark, das war ja nichts Neues. Aber das Ausmaß ihrer moralischen Verderbtheit, ihrer Verkommenheit, Nipton ist das perfekte Schulbeispiel. Was genau ist hier passiert? Nipton war ein verruchter Ort, schlecht und verkommen. Jeder bekam, was er wollte, solange er dafür zahlte. Horden von Verderbten, Pulverbanditen, Männer der Legion wie ich. Den Leuten hier war alles gleich. Es war eine Stadt voller Huren. Für ein Almosen lockte die Stadt alle, die sie beherbergt hatte, in eine Falle. Erst als ich sie zuschnappen ließ, begriff man, dass man mit drin saß. Sie haben alle gefangen genommen? Ja. Und ich trieb sie im Zentrum der Stadt zusammen. Dort hielt ich ihnen ihre Sünden vor. Vor allem ihr illoyales Verhalten. Ich sagte ihnen, dass bei Illoyalität von Legionären manche bestraft werden und die anderen dabei zusehen. Und dann erklärte ich ihnen die Lotterie. Jeder krampfte die Hand um sein Los und hoffte auf Freiheit. Keiner schritt ein, als seine Liebsten zur Tötung abgeführt wurden. Klingt, als ob sie bekommen haben, was sie sich verdient hatten. Oh ja, so wie sie alle eines Tages ihre gerechte Strafe bekommen werden. Gehen Sie und verkünden Sie ihnen, was Sie hier gelernt haben. In den nächsten Tagen wird es weitere Lektionen geben. Ja, alles klar. Gerade Hund. Aber ich würde hier mal schnell lieber reingehen. Ich will mich doch noch mal ein bisschen gucken hier. Wow! Es geht ab. Au. Das waren meine Beine, du Arsch. Kannst du doch nicht machen, meine schönen Beine. Sehr gut, hier kann ich nicht aufschließen. Oh, da sind noch ein paar Köter. Komm, stirb. Gibt's hier ein Bett zu pennen? Ja, hallo, ich bin hier, okay. Anscheinend nicht. Hier muss es noch ein Bett geben. Mann, jetzt halt die Fresse, du scheiß Legionenköter. Meine Güte. Bist du tot? Ja, ist tot. Wow. Aufpassen. Schön aufpassen, mein Kleiner. So, ist hier noch irgendwas? Ich sehe tote Menschen. Und das war's aber auch schon. Ich mal hoch. Vielleicht ist oben noch was.
Meine Waffe ist schon halb kaputt. Ja, hier sind auf jeden Fall noch Feinde. Zack. Aber sonst ist hier eigentlich nichts. Oh, noch mehr von diesen Drecksköttern. Was willst du denn, meine Fresse? Ich schneide dir doch nur die Kehle durch. Das ist doch nicht so schlimm. Warte, das ist er. Autoritäre Brille, Einschussflinte. Lieber 20 Patronen. Oh! Ja, Energie. Ach nee, nicht Energie, sondern Aufstieg hier. Das pusse ich mal auf 40. Dann mache ich die Sprache noch ein bisschen weiter. Oh! Kannibale, Verständnis, Bleimagen, nee, blutiger Tod, Härte, Revolvermann, Schatzsuche, wenn sie eine Pistole oder ähnliche Präzision im Watz epische. Nö, ich nehme nochmal heller Kopf. Ach, Quatsch. Ja, ist doch richtig. Weiter, heller Kopf, fertig. Okay. Hatte die noch bei nichts Besonderes, wie es mir scheint. So, ist hier noch irgendwas? Nee. Granate, danke. Nehme ich meine Arzttasche und bin wieder unverkrüppelt. Ach so. Ja, okay. Kurzer Cut. Bis gleich, dann geht's nochmal weiter. Moment, was ist jetzt? Ach ja, das Vollspeicher. Und F9 war Aufnahme beenden. Bis gleich. So, weiter geht es hier in diesem Gebäude mit den Drecksködern. Wo waren wir gerade? Wir waren hier oben und ich wollte noch weiter nach oben. Nach hier oben. Ins Büro. Hier Verkaufsautomat, Nuka-Cola, gerne. Und Korken und Sunset. Saspilia. Auch gerne, das könnten wir übrigens gleich mal nehmen. Die Nuka-Cola Radioaktivität plus 2 und die Lebenspunkte plus 2 alle 25 Sekunden lang. Okay, und man kriegt automatisch einen Kronkorken. Ist hier was? Nee, ist alles still. Sehr leicht. Was machst du denn da? Immer hin und her dödeln. Alte Schule. So, aber hier drin ist nichts. So wie es scheint, oder? Ja. Hier drin ist jetzt nicht so viel. Gucken wir mal hier. Was ist hier? Ein Büro. Ja, den PC könnten wir jetzt hacken, aber Mantats. Nehme ich mal mit. Informatik intim. Wie, ich müsste doch eine Dietrich-Fähigkeit von 50 haben. Also Durchschnitt ist ja okay. Okay. Also unser Dietrich-Skill muss frühestmöglich hochgepusht werden. Dann kriegen wir zwei Special-Waffen. Eine gefällt mir sehr gut und die andere habe ich euch ja schon erzählt, das ist dann der Glücksgriff. Aber erstmal müssen wir jetzt zurück zum RNK-Lager und Bescheid sagen, yo, die Legion war hier, hat ein paar Leute umgebracht, aber naja. Was soll man machen, ne? Obwohl, in Nipton kann ich ja auch noch gleich was machen. Mit der Waffe. Also nicht mit der Waffe, die ich habe, sondern mit einer Waffe. Ich kann mir nämlich gleich eine neue Unique-Waffe holen. Und hier liegen Skelette. Was ist denn hier los? Owen? Owen, oh mein Gott! Bist du es? Owen! Nein, sie haben Owen getötet, ist ja furchtbar.